Unter lautstarken Protesten von Demonstranten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag besucht. In Dresden sprach Merkel mit ihren Parteifreunden dann über eine Vielzahl von Themen, auch über den Ausstieg aus der Braunkohleförderung. Die Prämisse, unter der die entsprechende Kommission arbeitet, heißt erst Zukunftschancen, dann die Frage, wann wird ausgestiegen aus der Braunkohle. Und ich glaube, das ist im Blick auf die Menschen auch die richtige und wichtige Botschaft. Das Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik hatte eine Studie vorgelegt, dass Deutschland ohne höhere Energiekosten oder Gefahr für die Stromversorgung schneller aus der Braunkohle aussteigen könnte. So könnten die nationalen Klimaschutzziele 2020 noch erreicht werden.